Aufhalten und an der nicht angemeldeten Versammlung teilnehmen wollen. Seit dem 22.07.2022 gilt die Allgemeinverfügung der Stadt Ulm zur räumlichen und zeitlichen Beschränkung der montags und freitags in Ulm stattfindenden Spaziergänge in Form von einer Versammlung. Gemäß dieser Allgemeinverfügung gilt ausschließlich folgende Wegstrecke: Münsterplatz als Beginn, Lautenberg, Weinhofberg, Fischergasse, Donau-Schwabenufer, Adlermastei-Ufer. Die sogenannten Spaziergänge dürfen nur stattfinden freitags in der Zeit von 18 bis 20 Uhr. Eine wichtige zusätzliche Information: Das permanente Trommeln ist untersagt. Die Trommeln dürfen zu Beginn der Versammlung 5 Minuten und während des Spaziergangs dreimal jeweils bis maximal 5 Minuten gespielt werden. Die Anzahl der Trommeln wird auf eine Trommel pro 25 Versammlungsteilnehmer begrenzt. Die vollständige Allgemeinverfügung können Sie auf der Homepage der Stadt Ulm einsehen. Sollten Sie den oben genannten Punkten nicht nachkommen, kann gegen Sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. Ende der Durchsage und vielen Dank für Ihr Verständnis. Maximal 3 bis 4 Personen.
Bahnen und dann in die andere Richtung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe gehört, dass Sie mich verstehen können nach Ihrer Reaktion. Also nochmal, 20 Uhr beendet. Sie können in Kleingruppen dann in Richtung Stadt zurückgehen. Kleingruppe heißt 3 bis 4 Personen. Wir bedanken uns für Ihre Kooperationsbereitschaft und Ihre notwendige Machen da Ordnung, ja? Aber geht hier. Ja, wie aussieht man vor allem Bahnhof? Ja, unmöglich. Genau. Dann Sie müssen da kommen.